Wer wird die beste Schule Deutschlands? Das entscheidet die Jury des Deutschen Schulpreises. Unter den Favoriten ist auch eine Schule aus unserer Region. Das Friedrich-Dessauer Gymnasium in Aschaffenburg hat es unter die Top 20 geschafft. Für die Schüler steht schon jetzt fest, wer den Preis gewinnen sollte. Wir haben natürlich sehr viele Möglichkeiten für die Schüler, Wahlfächer nachmittags, die Interessen von den Schülern vertreten können. Wir haben einen netten Schulleiter, der sich auch Zeit nimmt für die Schüler, zu uns in den Unterricht kommt und mit uns über unsere Probleme von Schulfächern redet. Wir haben eine offene Ganztagsschule, wo wir nachmittags hingehen können, wenn wir unsere Wahlfächer haben und auch während unseren Hausaufgaben betreut werden. Um sich ein genaues Bild von der Schule zu machen, hat die Jury ihr einen Besuch abgestattet. Das Dessauer Gymnasium bietet eine Vielzahl an Projekten an, in denen sich die Schüler austoben können. Mit dieser Vielfalt kann die Schule punkten. Denn wenn der Besuch der Jury erfolgreich verläuft, könnte die Schule unter den besten Top 15 landen. Also es sind mehrere Dinge, die schon beeindruckt haben. Also es gibt ein durchgängig sehr angenehmes Klima in der Schule, was wir hier wahrgenommen haben als Jury. Wenn wir durch die Gänge gegangen sind oder auch in den Unterrichtsräumen, Schüler waren meistens auch sehr stark auf den Unterricht fixiert. Und es war schon zu merken, dass hier ein sehr angenehmes Klima zwischen den Lehrern und den Schülern auch besteht. Die besten 6 Schulen aus ganz Deutschland werden im Juni geehrt. Hier wird auch die Bundeskanzlerin anwesend sein. Der erste Platz gewinnt 100.000 Euro, während die restlichen 5 Plätze 25.000 Euro gewinnen. Also das Preisgeld könnten wir sehr gut für den Bereich Digitalisierung in unserer Schule verwenden. Das ist unsere größte Entwicklungsaufgabe für die nächsten Jahre. Und das frisst sehr, sehr viel Geld und da könnten wir sehr gut am besten 100.000 Euro gebrauchen. Bereits im März will die Jury bekannt geben, welche Schulen es unter die Top 15 geschafft haben. Wir hoffen, dass das Aschaffenburger Dessauer Gymnasium ganz vorne mit dabei ist.